Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless. Ja, im heutigen Part auch wieder ein richtig nicer Tipp letzten Endes. Vielen Dank an Connect Your Soul, der bei uns auf dem Discord-Server geschrieben hat. Einen Tipp an alle, was Kaskade betrifft. Könnt euch in Hunting Grounds eine 100% Crit-Chance erspielen, packt dazu einfach eine Skarn-Waffe und eine 6er Kaskade ein. Das Kaskadenschild hält im Gegensatz zu dem Skarn-Schild für immer, bis man getroffen wird. Vorteil bei der Nutzung beider ist, dass, falls ihr doch mal getroffen werdet, das Skarn-Schild zuerst verbraucht wird. Somit könnt ihr euch mit der Zeit euer Dauer-Kaska-Schild auf 3000 oder höher bringen und seid damit mit einer hohen bis zu 100% Crit-Chance gut aufgestellt. Später natürlich auf ein Mehrschaden-Setup wechseln mit der Vorratskiste, aber Hartnäckigkeit nicht vergessen. Ja, und das Ganze habe ich getestet und das funktioniert tatsächlich. Ich habe es natürlich jetzt einfach mal bei Emberman getestet, um das schnell aufzubauen, solo das Ganze. Ja, und da schauen wir uns dazu mal ganz kurz an, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach ein Setup hier gewählt. Moment, ich muss ganz kurz mein Mikrofon ändern. So, und zwar ein Setup hier gewählt, wo ich eine schnelle Laterne natürlich drin habe. Jetzt hier zum Beispiel mit Emberman, dass ich Kaskade immer wieder schön spammen kann oder relativ schnell spammen kann. Und dann kommen ja immer diese möglicherweise halt vier Buffs, hier gelb oder orange oder was das ist, grün, rot und lila. Und grün ist natürlich das, was wir haben wollen, weil durch grün kriegen wir halt eben auch diesen Schild, also Heilung und Schild. Und das ist das, was Connect Your Soul meinte, dieser Schild bleibt dauerhaft bestehen. Dann baue ich mir mit Kaskade, das kann ich natürlich mit welchem Bild auch immer machen. Ich muss einfach nur Kaskade drin haben, mir über die Zeit den Schild aufbauen. Mit einer Skarn-Waffe kann ich das Ganze halt eben, sage ich mal, etwas absichern. Oder wenn Leute mit mir mitlaufen, die Wächter drin haben, kann ich das Ganze absichern, indem die ein bisschen vorlaufen, Schild aufbauen, ich dann nachlaufe und dann meinen Kaskade-Schild nicht verliere. Ja, und ich habe jetzt ätherische Raserei und Regulation noch reingenommen, um halt die Laterne noch schneller oben zu haben und habe den Äthertrank noch mitgenommen. Das muss man alles nicht, braucht man nicht. Das Bild hier ist auch nicht gut oder sowas, das will ich gar nicht behaupten. Das ist ein grottenschlechtes Bild. Ich habe mir einfach nur die Sachen hier mal irgendwie reingebaut, um halt eben Kaskade schnell aufzubauen. Da gäbe es verschiedene, also den Kaskadenschild aufzubauen, da gäbe es verschiedene Varianten. Und da bin ich mitten im Kampf dann über die Vorratskiste auf dieses Bild hier gewechselt. Auch kein super krasses Bild, aber ich habe einfach mal ein Bild gebaut, wo dann Raubtier drin ist, Gerissenheit, Kaskade auch wieder, um weiter den Schild aufzubauen. So habe ich jetzt mich mal entschieden. Ist trotzdem noch das die Skarn-Waffe drin, auch zur Absicherung, aber das ist völlig egal. Dort ist dann halt eben Zäh drin und dann zählt das halt eben hier pro 50 Schild eine zusätzliche kritische Trefferchance, also 1%. Und wenn ihr da spätestens bei 5000 ist halt Feierabend, dann habt ihr 100%. Wenn ihr Gerissenheit reinholt in euer Bild, was ich natürlich trotzdem empfehlen würde, weil der kritische Trefferschaden dann um 30% erhöht wird, könnt ihr halt bei 4500 aufhören. Und wenn ihr irgendwie Disziplin und so weiter noch einbaut, erniedrigt sich das Ganze halt dann noch weiterhin. Aber das braucht ihr natürlich nicht. Ihr könnt Raubtier, Berserker, den ganzen Kram reinholen, was euch halt eben Schaden bringt. Und dann könnt ihr mit einem Full-Damage-Bild da rumlaufen, mit Kaskade und so weiter. Fand ich eigentlich eine echt witzige Sache. Schauen wir uns mal an, wie das dann bei Emberman ausgesehen hat. Hier könnt ihr das dann schön erkennen. Also seht das ja, ich habe 3000 Schild da mir jetzt aufgebaut bei Emberman. Da seht das immer schön die Laterne spammen. Dann kommen halt hier diese grünen Buffs, die einsammeln. Und so könnt ihr euch halt einen schöneren Schild aufbauen. Ihr seht das jetzt auch, ich habe 3400 Schild mir aufgebaut oder so. Und gleich fällt das wieder auf 3.1, 3.2 runter. Das ist halt das, was ich über Kaskade aufbauen konnte. Dann habe ich mir hier den Hammer gewechselt, um euch das dann zu zeigen. Jo, ist gar nicht so viel dazu, ist gar nichts dazu gekommen. Keine Ahnung, vielleicht wurde es mir auch weggeschnappt. Das Schild kann sein, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Jo, und wie gesagt, habe dann auf den Hammer gewechselt und wo dann Zäh halt eben drin ist, wo sich Zäh dann halt auch auswirkt,
wie gesagt, Bild ist nicht optimal und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich wollte das einfach nur mal testen, funktioniert das mit Save, funktioniert das mit Bildwechsel, bleibt der Schild dann auch nach dem Bildwechsel erhalten und so weiter. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Und hier seht ihr dann halt, wie ich dann halt nur noch Crits rausballere. Fand ich auf jeden Fall ganz nice. Ihr könnt das dann in der Gruppe, wie ich schon sagte, über Wächter absichern. Generell ist es für ein Wächterbild halt Kaskade mega stark. Das erklärt auch, warum wir mit dem Speerbild so krass abgegangen sind. Mir ist es manchmal aufgefallen, dass ich ein bisschen Schild hatte. Hab mich immer gewundert, wo kommt das her? Ist vielleicht ein Bug oder sowas? Aber nein, das ist dann über Kaskade erhalten geblieben. Und wie ich schon sagte, ihr könnt es euch über verschiedenste Wege absichern. Durch Skanwaffe, durch Wächter, durch was auch immer. Vielleicht sogar Festung ein bisschen. Durch Eisgeburt auch, dass ihr nicht so viel oder Rüstung verliert, wenn ihr getroffen werdet und so ein Kram. Und dann könnt ihr euch so ein 100% Crit-Bild aufbauen. Ja, vielen Dank nochmal an Kinect Your Soul. Echt ein nicer Tipp und viel Spaß mit der Sache hier. Ciao.